Dudel, und das sind wir wieder bei Sword Art Online Fatal Bullet. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt mal ein bisschen Action zu sehen. Nur dank den Spielern habe ich meinen jugendlichen Elan behalten. Ach übrigens, ich war die Erste, die den Reiz von VR begriffen hat. Aha, na dann. So siehst du auch aus. Fühlt sich gut an, mit einer Knarre in der Hand rumzustehen, oder? Mir wird so langweilig, wenn die Spielevents kein Update erhalten. Ist es schon fertig? Oh. Ich muss mich beeilen, muss gleich los. Hm? Warum ich so gehetzt bin? Wieso eigentlich? Online-PvP-Belohnung, Zubehörtauschkarte. Du kannst Zubehörtauschkarten erhalten, indem du an Online-PvP-Kämpfen teilnimmst. Du wählst zwei Karten pro Sieg und eine Karten können für Zubehör eingetauscht werden. Sprich dazu mit dem Arthur-Süß in der Nähe der Online-PvP-Rezeption. In der Lobby im Büro des Gouverneurs. Zubehör, das du erhältst, enthält drei oder mehrere Speicherchips. Kannst nun im Online-PvP-Heldenkampf wählen. An Heldenkämpfen kannst du nicht mit deinem normalen Avatar teilnehmen. Stattdessen spielst du einen der Charaktere aus Sword Art Online Fatal Bullet. Level, Ausrüstung, Skills sind für jeden Charakter vordefiniert. Geschenke, die der Charakter erhalten hat, werden als Teil seines Outfits dargestellt. Für die Heldenkämpfe gibt es auch gesonderte Ranglisten und Ränge. Kämpfe und Beweise, wer der beste Spieler in ganz GDO ist. Deathmatches werden zur Liste der Online-PvP-Quests hinzugefügt. In einem Deathmatch kämpfen zwei Teams aus je vier Spielern gegeneinander. Ab und zu wird die Position des Gegners aus dem Feld durch einen Satellitenscan angezeigt. Siege ist das Ziel, das die Leben des feindlichen Teams auf null reduziert. Leben werden erst reduziert, wenn ein Spieler vollkommen tot ist. Enge Zusammenarbeit mit den Teamkameraden, kluger Einsatz von Wiederbelebung und Skills sind der Schlüssel zum Sieg. In Deathmatch Quests beim Online-PvP und Bullet of Bullets Simulationen werden die Namen und Details von versteckten und weit entfernten Gegnern nicht angezeigt oder auf der Minikarte eingeblendet. In festgelegten Abständen zeigt jedoch ein Satellitenscan ihren Standort für einige Sekunden. Die folgenden Skills-Gadgets haben spezielle ortsabhängige Effekte. Falkenauge, Standort des Gegners wird für einige Sekunden preisgegeben. Metamaterialtarnung verhindert Aufspüren per Satellitenscans. Wenn einem Gegner Schaden zugefügt wird, ist sein Standard kurzzeitig sichtbar. Dies erhöht den taktischen Vorteil von Überraschungsangriffen deutlich. Nein, ich will gar keinen PvP-Kampf machen. お願いします。お姉さんの連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。 そこをなんとか。あのお茶でもいかがですか。いらっしゃいませ。ご用件はどうぞ。きつれないぜ。だがそこがいい。お願いします。連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。フラインは一体何をしているのでしょう。ねえ、ここは見なかったふりをして帰った方がいい。 の、お姉さんたち来てたのか。なんだよ、見かけたら声かけろよ、水瀬な。話しかけるタイミングが難しかったのです。すごく。クラインは何をしているのですか。まあ、お子様なお姉たちにはわからないだろうな。なんていうかよ、大人なコミュニケーションってやつさ。NPC を口説くのが大人なの。 そんなのできるわけないじゃない。バカみたい。何言ってんだおめえ。1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。1000回。だろ？分かってるな。俺が教えるのはアファシスについてだ。アファシスの正式名称はアファシステム。アファは アーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字から取ってるって話だ。直訳すると、人工的な財務顧問ってやつだな。プレイヤーの財産やアイテム管理を補助する AI って設定らしいぜ。まあ全部受け売りだけど、受付のお姉さんに500回聞いたから完璧に覚えたぜ。もう500回も挑戦してたんだ。そんでアファシスにはタイプっていうのがあってよ、 お前さんのアファシス、実はかなりのレアなんだよな。ふん、私はタイプ X ですから、とてもレアで利口なのです。まあ、一般にはそういう噂だぜ。で、
Type A はレンタルが可能なタイプだ。アファシスが必須のクエストも出るって話だから、そのフォローだろうな。そんで最後がタイプ B だ。機能限定型で各施設の受付とかをやってる。機能限定型だから当然連絡先なんか教えてくれないよね。まあ、いや、俺は信じてるぜ。1000回目の奇跡よ。ん？なんでこんなにやり出してるんだって？いえ、アファシスってクールビューティーな美人が多くってよ。でもおめえさんのアファシスはどっちかっていうと面白系だよな。なんとかアファシスっていうよりアホシス？失礼な。私だってクールビューティーですよ。ホーリーモリ。Ein Mädchen, das mein Herz höher schlagen lässt, aber dafür meine Trefferrate sinken lässt. Waffen. Nichts, was ich mir leisten kann. Ja, ja. Juhu, neue Quests. Der will eh nie kommen. Starr mich nicht an, da werde ich gleich rot im Gesicht. Oh. Alle, die die Suche nach neuen Waffen vernachlässigen, sterben. Weißt du, so etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich aufregend. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, das sind keine normalen NPCs. キリトラ、キリトラ、あえて嬉しいよ。ホッペスリスリ。おい、ストレア、離れろって。いいじゃない、キリト大好き。ストレア、他に人がいるんだし、落ち着いて。もう見ているこっちが顔赤くなっちゃうよ。仲良しなのはいいことだよ。でもアスナに見られたらまずいんじゃないかな。勘弁してくれよ、ユギ。キリト君はどうしたの？私たちは狩りの帰りなんだけど。な、前に話しただろ。この人がアファシスを手に入れたプレイヤーさ。あ、キリトの目の前でお宝をゲットした人ね。はじめまして、私はフィリア。トレジャーハンターをやっているわ。アファシスのタイプ X も狙っているんだけど、難易度高くて。私はとってもレアですから。こんにちは。私はストレア。キリトの友達なら大歓迎。仲良くしようね。君とはこの前のアスナのパーティーで会ったよね。改めてよろしく。僕はユキ。ねえ、君って変わった銃を持ってるね。どんな能力があるのかな。ユキちゃんったら狩りに行ったばかりじゃない。あ、私の名前はレイ。ちょっとリアルの用事が忙しくてログイン率は低めなんだけど、キリト君やアスナタンから新しい友達ができたって話を聞いていてね。うんうん、そうなの。だから困ったこととかあったら何でも聞いて。お姉さんが優しく教えてあげる。ユキたちも君のパーティーに参加したがっているし、いろいろ得意なことを教えてくれると思う。きっとこれからの戦闘や探索に役に立つから、気軽に話しかけてみてくれ。So viel reden。こんにちは。Hey Sen, hast du schon von Kopfgeld gehört?Auf manchen Spielen in GGO sind Kopfgelder ausgesetzt. Möchtest du versuchen, mit mir ein paar aufzuspüren? Ich glaube, das ist perfekt, um zu sehen, wie gut du bist oder wie viel du dazu gelernt hast. Das ist ganz anders als normale Gegner zu bekämpfen. Kann einen richtig süchtig machen.
Neuesten Kopfgeld kannst du dir in der Lobby des Büros des Gouverneurs ansehen. Vielleicht kannst du auch ein paar der PvP-Mannschaften fragen. Beim PvP-Spiel ist TTOS richtig gut. Wir sehen uns. Als PvP-Mannschaft könnt ihr Jagdquests annehmen und einen bestimmten als Ziel deklarierten Charakter jagen. Dieses Ziel wird nicht unbedingt alleine in der Welt erscheinen und kann mit seinen Verbündeten auf euch lauern. Daher sollte man Ziele nur dann verfolgen, wenn man sich ausreichend auf den Kampf vorbereitet hat. Wie bei normalen Quests erhalten du und deine Mannschaft Belohnung für erfolgreiche Jagdquests. Es lohnt sich, diese wann immer möglich auszuführen. Boing. Hey, hey, hast du schon alles über Medaillen gehört? Bekommst welche, wenn dein Kampf bewertet wird? Es gibt verschiedene, also probier doch mal, welche du bekommen kannst. Hallo, ihr beide scheint gute Laune zu haben. Moria, habt ihr gesprochen? Oh, hi Sicilia, du kommst gerade rechtzeitig. Wir hatten über Medaillen gesprochen. Je mehr Leuten du unterwegs bist, desto mehr Medaillen kannst du sammeln. Wir sollten mal losziehen und noch welche sammeln, Sicilia. Sicilia, meine ich. Ja, das fände ich toll. Pina und ich werden uns besonders Mühe geben. Piep. Das ist perfektes Timing, denn es gibt etwas, das ich gegen meine Medaillen eintauschen will. Ja, du kannst deine Medaillen gegen Gegenstände tauschen. Gegenstände sind aber nicht das Einzige, was du dafür bekommen kannst. Du kannst Medaillen auch gegen Skillpunkte eintauschen. Ganz genau. Skillpunkte sammeln ist super wichtig, also nicht vergessen. Du kannst deine Medaillen in einem Tresen im Büro des Gouverneurs eintauschen. Sieh es dir mal an, wenn du ein paar Medaillen hast. Wenn du im Kampf bestimmte Handlungen ausführst, können deine Mühen mit einer Medaille belohnt werden, die wiederum deine Medaillenanzeige erfüllt. Wenn die Medaillenanzeige sich erhöht, erhöhen sich auch die Werte deiner Gruppenmitglieder. Wenn du eine Waffenkunst gelernt hast, die bei gefüllter Waffenkunstanzeige genutzt werden kann, erhöhen Medaillen diese ebenfalls. Du kannst das Menü mit Options öffnen und dann unter System, Datenbank deine Angriffsmedaillen, Unterstützungsmedaillen und Waffenmedaillen einsehen. Kämpfe um des Kämpfens willen ist zwar lustig, aber du kannst so auch jede Menge coole Medaillen sammeln. Du kannst Medaillen gegen Gegenstände und Skillpunkte eintauschen, indem du im Büro des Gouverneurs mit dem Rezeptionisten-NPC sprichst. Hole in Kämpfen möglichst viele Medaillen, damit du dich nach Belieben mit Gegenständen und Skillpunkten versorgen kannst. Ich habe mich eine Weile lang nicht mehr angemeldet, doch allzu viel hat sich nicht geändert. Das macht mich gleichzeitig froh und traurig. Oh. Du solltest erhobenen Hauptes herumlaufen. Du bist doch auch einer von uns Spielern, oder? Vor ein paar Tagen habe ich einen alten Western gesehen. Sind die nicht unschlagbar? Mega. Als ich anfing, GTO zu spielen, wusste ich praktisch nichts über Schusswaffen. Da konnte ich viele Unterhaltungen nicht folgen. Habe ich schon geredet? Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Oh, warte, wir kennen uns nicht. Tut mir leid. Ich dachte, wenn ich online gehe, wäre ich nicht mehr so verlegen, aber jetzt wird es, glaube ich, nur noch schlimmer. Oh mein Gott, was ist das hier, ein Datingportal oder was? Ich lebe mein ganzes Leben mitten in der Walachei. So viele Leute auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Rangangesagte Spieler. Freibauer Nabla, Basalt Joe, Sane, Bam, Laplakian, Sturm Izuki, Finster Integral, Commodore Napier, Asuna und Kirito. Belohnungsrang. Ach du Scheiße. Uiuiui. True Freedom. Alter, was sind das für...
Nein, so war es jetzt nicht gemeint. Zwiegel. Uiui. Doch, also das Spiel ist deutlich größer als erwartet. Ja. Au. Ja, ich glaube, bis 8. mache ich noch und dann ist für heute erstmal Schluss. Was ist das? Warum gibt es da so viele Ladesequenzen? Hallo Zane, bist du in Dungeon schon auf irgendwelche verrückten Mechanismen gestoßen? Und klasse, ja, manchmal führen sie einen direkt zu einem Schatz. Darum lässt kein Schatzsucher einen Mechanismus links liegen. Manche Mechanismen lösen sogar einen Alarm auf deine UFG aus. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es sogar extra Quests nur zum Schatzsuchen. Was? Du willst auf einen gehen? Dann solltest du eine Schatzsuche-Mannschaft bilden und eine Quest akzeptieren. Ja, vielleicht findest du sogar einen seltenen Gegenstand. Möchtest du mit Rain und mir irgendwann mal auf Schatzsuche gehen? Wenn alles gut geht, finden wir vielleicht etwas mega cooles. Prima, ich kann es kaum erwarten. Am liebsten würde ich alles stehen und liegen lassen und sofort losgehen. Als Schatzsuche-Mannschaft könnt ihr besondere Schatzsuche-Quests annehmen, in denen ihr Schatztruhen an schwer auffindbaren Orten entdecken müsst. Diese Art Quest bietet auch seltene Schätze, die in keinen anderen Questarten verfügbar sind. Komische Abbrüche da immer. Kirito. Ah, Premiere, じゃないか。新しい仲間を紹介するよ。こんにちは。はじめまして。私はプレミアと申します。キリト。仲間とは親友や本妻、愛人より上ですか、下ですか。待て待てプレミア。頼むからそんな目で見ないでくれ。この子はな、AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲームの NPC なんだ。NPC？ そんなの他のゲームにどうやって連れてきたの？キリトさんまさか。法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。そのゲームオリジンの開発者に知り合いがいてさ、ユイをプレイヤーとして GGO に連れていく話をしたら、自分もプレミアを送るって言い出したんだ。そうです、キリトと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。その辺は全てノーコメントだ。頼むから真顔で聞かないでくれよ。まあ、あえて深くは聞かないどいてあげるけど、要はプレミアちゃんをキリトさんが大好きなわけね。その表現については大筋で間違いはありません。というわけでプレミアも普通のプレイヤーとして自由に行動したり戦闘もできるんだ。そういえばプレミア、今日は何をしていたんだい？お散歩をしていました。オリジンとは違った雰囲気で面白いです。もっと外にも出てみたいです。
パーティーを組む際は呼んでください。はい、私もぜひ仲間の一員にしてください。Anstrengendes Spiel. Hallöchen. Nie davon gehört. Mutigungshandlungen erzeugen Freude. Freude bei jedem. Erfolgreiche Mutigungshandlungen erhöhen außerdem deine Medaillenanzeige. Ich würde dir empfehlen, andere zu ermutigen. Ich bin überzeugt, dass dabei nichts Schlimmes passiert. Ich werde weiterhin viel Neues lernen und es dir dann beibringen. Wenn ein befreundetes Gruppenmitglied eine Medaille verdient, kannst du Dreieck drücken, um der Person zu gratulieren. Derartige Ermutigung füllt die Medaillenanzeige zusätzlich. Achte darauf, wann Gruppenmitglieder im Kampf erfolgreich sind, um die Medaillenanzeige so schnell wie möglich zu füllen. So, wo ist der Rest? Ah, zum Glück habe ich jetzt Schnellreise. So viel Gequatsche in dem Spiel und so wenig Action. Unglaublich. Und so lange Ladezeiten. そこの君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、ダンジョン攻略。お困りのことがあったら、お姉さんに相談してみないか？もちろん、情報は有料だけどね。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ひげの由来は1000万クレジットいただくよ。つまり売る気はあまりないってことさ。でも君の名前は知っているよ。君のことはキーボーから聞いているのさ。あいつその前にブロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前の武器を手に入れたんだってな。おかげで君の情報が結構いい値で売れたんだな。何心配するな。名前とか基本的な情報程度だよ。こう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。安心しな、変なことは言ってないよ。じゃあこれからよろしくな。おいらは大抵この辺にいるから。So, wo ist der nächste da oben? Oh Gott. Ich habe so das Gefühl, ich komme heute gar nicht mehr zur Action. Und immer so Ladezeiten davor, so. Kimitachi, Kyoa, Kaiashkana? Itsuki-san! Ja, Kure-kun. Kono mae no taikai no rokuga data o mita yo. Enemy to no tatakai no toki mo omotta kedo. Ari gatou gozaimasu!いつきさんに褒められるなんて嬉しいです。調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。あ、お目当てはアファシスですか？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君のマスターなんだ。いつきはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1 のガンマンに育てますからご安心ください。このアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど、いつきさん、
そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？前からの約束じゃないですか。スコードロンのみんなで楽しみにしていたんですよ。わかったわかった、ついてないな。まあもともと運は悪い方なんだけど今度はゆっくり話そう。じゃあ、あんた、その間に月さんと仲良くなったの？友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。Wenn es weitergehen würde, ja. Jetzt wieder der riesen Tag heute. Hui, 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 hui. Kimi ni soudan ga aru nda kedo, SBC Flügel ga kaifou saretara, ore tachi to issho ni kouryaku shinai ka? So ne. Release no jōhō ni yoreba.フリューゲル付近は高難易度フィッシュ初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど、でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。フレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのおもりをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよいいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない、みんなの意見なの。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさか、あんなにランキングに乗っているのに？対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない？だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するのは寂しいです。こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よーし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスも新フィールドもわからないことだらけか。情報収集も重要ね。なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。Quest abgeschlossen, die SBC-Glocken. Krieg ich jetzt endlich Action. Boah, so viel Gerede. Und so viele Ladezeiten. Yay! Bin ich ja immerhin mal.